Hallöchen, 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 willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, nach der erfolgreichen letzten Folge. Nach dem Let's Talk. Ja, jeder auf jeder seinem Kanal. Aber ihr hört es schon, Pantiputa klingt einfach viel besser jetzt. Ja, ich habe kurz zur Telekom gewechselt. Ja, sehr gut. Ich habe gesehen, die ist insgesamt ab dem 7. Monat 5 Euro teurer als O2, aber ich glaube, das kann nicht. Das muss einfach sein. Ja, ich glaube auch. Was ist das denn für ein Scheiß? Nur Kacke, brauche ich nichts von. Bei der Telekom, sagst du, hast du gar kein Problem. Da bist du ja, ne? Da bin ich, genau. Außer, dass es halt urlangsam ist. Ja, ich hätte aber dann 50.000er. Das ja, gut. Wäre dann vielleicht auch mal 50.000er. Ja, also da habe ich eigentlich keine Probleme. Außer bei Gewitter manchmal. Gewitter. Kriegen die Angst und ziehen einen Stecker. Ja, wahrscheinlich. Aber da fällt auch mein Mobilfunknetz manchmal aus. Also das kennt man ja. Also. Bei Gewitter passiert da häufiger mal irgendwas. Ja, wollen wir nochmal einen Instanz versuchen? Ja, oder wir machen gerade die eine Quest hier. Okay. Der Typ ist direkt hier. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich glaube, dann könnte ich fast schon Level up haben. Ich dachte, du hättest schon. Habe ich nicht mitgekriegt. Habe ich nicht. Aha. Ja, okay. Erstmal setze ich mich auf den Boden. Erstmal setzen. Erstmal hinsetzen. In unserem Alter. Mann. Was soll denn die Scheiße? Mann, oh, ich. Scheiß O2. Meine Spells kommen nicht mehr durch. So. Foliante Öffnung. De la Epine. Ach ja, stimmt, der droppt ja eine Box, damit man den Folianten wenigstens holen kann. Drop the box, can't drop the box, you can't drop, drop the box. Drop the box. So. Bald ist heilige Nacht. Weißt du, seit 3 Tagen textet der mich damit zu. Chor der Engel erwacht. Ich hab doch kein Level up, aber wenn wir die eine Quest hier unten noch machen. Okay. Das ist tatsächlich die letzte hier unten. Ja. Und da krieg ich auch noch eine geile Schulter dann. Geil. Kriegst du auch was? Nö. Weiß ich nicht. Nö. Kann ich nix von tragen. Konsequent gar nichts. Nicht mal, wenn du wolltest. Aber ich habe ja schon Stoff-Epics für sie. Ach ja, wir haben ja gestern mit unseren 90ern, unseren geschenkten 90ern. Ja. Danke nochmal an die Community, die uns die 90er haben wir ja schon. Wer denn, ey? Wir haben übrigens keine 90er geschenkt. Blizzard, bitte nicht unseren Account sperren. Ne? Wir haben ihn bekommen mit der Vorbestellung. Warlords of Draenor, genau. Vorbestellung. Da haben wir ja ein bisschen auf der Insel mal unser 90er Starter-Gear gefarmt. Ja. Hier kann man irgendwas machen. Das ist gerade ganz falsch, ne? Ja, irgendwas kann man da machen. Ja, die Fangzähne. Oder Fangzahn von Logosch. Nee, Portalrunen. Aber egal, wir machen den so tot. Portal? Ja, du kannst Portalrunen. Ich klicke mal eine Portalrune an. Mach mal. So, dann leuchtet die jetzt. Ach so! Ich habe das immer so gemacht. Ich musst du den dann da drüber ziehen oder so. Warte, ich mach mal alle an. Ja, mach mal. Ist gleich eh tot. Ist die eine wieder aus. Ich musste die da drüber ziehen, weil da kommt ja irgendwie so Wasser runter oder so. Achso, ja, dann machen wir das mal. Ist eh tot. Hat er noch geduscht zum Schluss. War auch mal nötig. Ja, boah, der gerochen, ey. Ja, der Jochen, ein Stachelrochen. Den Stacheljochen. Den kennst du, ne? Hört mal, wie unverzögert er reagieren kann. Ist das nicht Wahnsinn? Ja. Einmal, jetzt hast du aber doch gebraucht. Jetzt, wo ich sage, scheiße, jetzt dauert es echt wieder lange. Ja, oh ja. Jetzt dauert es wieder lange? Ja. Ich bin ein Schauspieler. Assi, ey. Nein, ich habe verzögert geantwortet. Ja. Toll. Weißt du, hab da krieg ich ein bisschen erschrecken wollen. Ja, hast du geschafft, ey. Boah, Deutschland hat ein Tor geschossen gerade. Andi Bremen, ne? 11 Meter, 85. Andi Minute. Ran müsste schießen. Ja, wir streamen über O2 das Finale.
Ach, schön. So. Mhm. Na, endlich. Boah, halt die Fresse, ey. So, wenn wir jetzt noch rausgehen, ne? Dann bist du Level up. Du kannst. Ich hab schon. Hast ja, ich hab schon gesehen. Oh, wir können jetzt in ganz viele Innis, ne? Echt? Das ist gar nicht so. Ach, okay, das ist eine Starter-Inni. Das ist okay. Okay. Ach, die anderen haben wir auch geschafft. Meinst du? Ja. Oh, ich bin da. Oh, hier sind Quests. Yes. Zumindest eine. Ach, die kommt ja immer wieder. Wird ja immer wieder aktualisiert. Ja. Und das ist ein blaues? Das ist eine Steintafel. Dafür brauchst du Archäologie, glaube ich. Ach so, okay. Huhu, sagt der dicke Bär. Halt die Goschen. Sag doch mal. Ey, wir müssen jetzt eigentlich so ein Makro machen. Ey, ihr seid jetzt live auf YouTube. Ne, live stimmt ja mal gar nicht. Ja, gut. Den kann ich gebrauchen, danke. Bergenruhe. Ach, halt die Fresse. Was hab ich denn da am Kopf? Ach so. Ein Helm, ja. Damit du hier atmen kannst. Und du? Das ist egal. wir müssen die mal ein bisschen wegziehen, bevor nämlich. Boss. Egal. Ich wollte ein bisschen taktizieren, aber ich bin Imbar. Ja. Weißt du noch, was ich dich am Ende der letzten Folge gefragt hatte? Vorletzten. Nee, letzten, wo es abgebrochen Ahnung. Ist. Ich habe keine Ahnung. Da hatte ich ja gesagt, dass ich diese eine Instanz so schön finde. In Cataclysm. Mhm. Dieses schwebende, weißt du, Himmel, nee, Tempel der Stürme, Blitze. Die fandst du gut? Ja, die fand ich cool. Boah, voll die Kotzinstanz einfach. Echt? Mir hat die gefallen. Ich habe aber auch jede Instanz schon auf Heroic 100.000 Mal abgegrast, muss man dazu sagen. Ja, ich auch. Und? Auf Heroic, du? Ja, mit meiner Schamanin damals. Ach, du bist ja ein Healer gewesen, ne? Genau. Ich würde gerne hier weggehen, danke. Rennt weg von dem! Ja, ich renne schon. Sonst sind wir dem Tode nah. Haltet still. Manno. Die mit Abstand coolste Instanz von Cataclysm war tatsächlich, finde ich, die letzte. Die Raid-Inni, wo man Deathwing gelegt hat. Ja gut, kenne ich ja nicht. Verstehe ich gar nicht. Die Raids... Du hast so Angst vor Raids. Ja, ich bin da immer so aufgeregt. Ist aber gar nicht mehr notwendig. Früher, wenn man so mit den Leuten im Teamspeak war und so, dann kann ich das ja nachvollziehen. Aber mittlerweile... Kannst du mir die Quest mal teilen? Ich glaube, ich habe die abgebrochen. Ich habe auch keine mehr. Ach so. Das ist gut. Wir kriegen die erst hier in 5,30 Meter. Ach ja. Ach ja, stimmt. Hier ist ja Ratz. Ratz, der voll durchdreht hier. Und uns den Weg freiräumt. Ja. Und am Ende stirbt der. Spoiler. Du bist so ein Arsch. Warum spoilerst du das denn jetzt? Ja, das ist so wurscht. Nein, die Banane hätte sich jetzt voll mit dem angefreundet. Identifiziert, wollte ja. Nein. Nein, Mann. Ja, die trägt halt auch so Stachelrüstung, kann ich auch nichts für. Halbnackt. Ja, so werden wir sie auf der Gamescom erleben. Wer danach noch weitermachen möchte, darf gerne in der Gruppe bleiben. Ach, das ist aber nett von dir. Du bist ja ein freundlicher Mensch. Mensch. Aber die machen schon krass, du machst 2000 DPS, die machen fast 9000. Das ist 9000. Echt heftig. Heftiak. Kannst du dir mal ausrechnen, bis wann du mit Siami noch Top-Damage-Dealer bist? Also ich glaube, ich mache hier noch ein bisschen mehr Schaden als so ein Schildschlag und so. Als ich auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, ab Cataclysm machen die DDs schon wesentlich mehr als die Tanks. Ah, okay. Ich glaube, oder da ist so der Schwink. Schwink okay. Heißt das, nicht Schwank oder Schwenk. Nein. Gib mir diese Quest jetzt, danke. Oh, aua, warum nimmst du so viel Schaden? Ach, der nächste Boss hier war so hardcore, ne? Always hardcore. Naja, wenn man sich abspricht, nicht. Ja, da ist das Problem. Du bist der Chef hier, du musst sagen, was zu tun ist. Wer nimmt welchen Strahl? Wow, was Heilst war das denn? Ja, ja. Ich wollte gerade husten. Von rechts kommt eine Patrouille. Wow! Junge! Alter! Kack,
Kieler, ey. Ich will da nur mal abhusten. Nee. Ich müsste auch, aber ist jetzt. So, habe ich jetzt gemacht. Ich auch. Oh Gott, die Armschienen sind wesentlich besser als meine. Jo, Jamba. Mach rechts. Zu Schaden? Ich weiß nicht. Ach so, wegen dem Totem, was da noch stand. Ach so. Ach, hier sind ja nur zwei, ja dann. Achtung, was? Da kommt was. Hat jemand was mitgebracht? Ach, lecko mio. Wow. Was ist denn hier los? Ich sammle die mal gerade ein hier oben. Ja. Kannst du mich hier oben heilen? Ja. Ich stehe hier auf der Kante. Ja. Ich bin eine derbe Kante, habe ich gesagt. Bist ja auch mit deinem breiten Kreuz. Ja, das wäre auch sehr geil, wenn da nicht noch der fette Bauch davor hängen würde. So. Angriff! Here we go. Oh. Here we go again. Here we go, 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 bla 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 bla. Ich meinte das von der WM. Kenn ich nicht. Das kenn ich auch nur, weil ich das gesamte WM-Album legal erworben habe. Oh Gott. So was tust du? Die meisten Songs darauf sind ganz schön scheiße. Oh! Oh. Das brauchst du, ne? Ja. Geil. Sehr, sehr gerne brauche ich das. Das finde ich sehr schön. Dass du dich auch emotional weiterentwickeln kannst hier. Da hatte ich in der letzten Instanz, als du nicht da warst, noch einen grünen Dolch gefunden, der besser war als meiner. Und jetzt habe ich was Blaues. Ich kriege jetzt ein bisschen Damage, denke ich. Ich sehe das. Aber du machst das schon sehr gut. Danke sehr. Synchron sterben. Also ganz so imbar sind wir nicht mehr, wie wir mal waren. Ja gut, aber wir haben auch noch nicht Cataclysm full equipped, ne? Ja, eben. Ja. Merkt man aber doch hart. Hat man bei BC nicht so gemerkt. Ja, das stimmt. Und bei WOTLK eigentlich auch nicht. Nee. Stimmt. Das, was du nämlich eigentlich meintest, bestimmt gerade. Ja, ja. Er ist ein Evoli. Was? Ein Evoli, Pokémon. Ich kenne nur Pikachu und Anton. Evoli ist auch süß, das musst du auch kennen. Das ist das, was sich in einen Blitz, in ein Wasser und in ein Feuer verwandeln kann. Und boah. Sebi wird jetzt in die Kommentare schreiben, dass es wahrscheinlich mittlerweile noch 4 Entwicklungen bekommen hat. Jetzt, wo ich es gesagt habe, ist 4 wahrscheinlich gar nicht mal so unrealistisch. Okay. Der Sebi, ey, der alte Pokémon. Der hat letztens mir geschrieben, er hat jetzt irgendeine Zahl erreicht, wie viele Stunden er bei Pokémon Y verbracht hat. Okay. Ich kann mich aber nicht dran erinnern. Ich glaube, es waren 600 Stunden. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Was quetscht? Was quetscht? Hulk Smash. Ja. Ras. Banane Smash. So wird meine Folge heißen. Ras Al Ghul. Ja. Ach, die Boss. Die Boss. Ach, das ist erstmal hinsetzen. Okay. Bisschen Zeit ins Land streichen lassen. Man muss auch mal genießen. Und auf die Post. Und auf die Post. Warum kommt der Boss gleich mit? Ich weiß es nicht. Ich bin. Weil der Warlock das hat angezettelt. Der Warlock das hat angezettelt? Wir haben überhaupt keinen Warlock. Doch, wir haben wohl einen Warlock. Doch. Ja, es klappt so nicht, ne? Das ist allen klar, hoffe ich. Dass es so nicht geht mit dem Boss. Muss ein Stück mitkommen. Ja, ich komme. Weil jetzt hat er erst seine Rüstung verloren. Jetzt kann man dem erst Schaden machen. Komm mal näher! Ja, ich renne schon näher. Einer ist tot. Ja, scheiß drauf. Wenn die so doof sind und pullen, dann haben sie einfach mal Pech gehabt. Weil den Boss muss man hier durch die Lava bringen, damit der seine Rüstung verliert. Ach ja, so war das, stimmt. Und ich glaube, jetzt hat er wieder Rüstung. Muss kurz durch die Lava, aber. Oh ne, er war noch nicht. Scheiße. Jetzt hat er. So. Oh. Holla, die Waldfee.
Der Dolch ist gut, wenn ich so, noch ein Offhand-Ding habe. So, liegt der jetzt hier? Da liegt er. Ich nehme den Dolch jetzt, kenne ich nix. Ja, nimm den mit. Warum denn nicht? Nehme ich mit nach Hause. Ja, kannst du an die Wand hängen. Ich hätte so gern ein Replikschwert von Game of Thrones, ne? Ich habe die gestern auf elbenwald.de gesehen. Okay. Die so aus richtig Metall... Warte mal, Metall lass mal was trinken gerade. Habe ich ja, mit dabei? Okay. Aus richtig Metall nachgeschmiedet und so Zeug. Das ist schon... Knorke. Nee, Mana-Trank, geh weg. Ich will keinen Mana-Trank, ich esse einen Schokoriegel. Das ist eine logische Konsequenz, ja. Ich kann, so, ne? Ja. Boah, wie lange habe ich in der Inni nicht mal Pause machen müssen, um was zu trinken, ey? Ja. Krass. Ziel nicht im Sichtfeld, ist scheiße. Das ist scheiße. Ja. Weißt du, das sind all die... Oh Gott, was ist hier passiert? Das sind all diese... Oh, den brauche ich. Diese Imbar-Leute. Oh, krass. Gerade noch den Dolch geholt. So, zum dritten Mal. Das sind diese Imbar-Leute mit ihrem... Wow, Dings-Equipment. Und die denken, die könnten dann direkt alles pullen hier. Ja, so... Und so zerbröselt der Keks nun mal. Ja. Warum pullt er denn die... Ich verstehe es nicht. Die Tanks haben voll die Autorität verloren. Früher haben alle immer gewartet. Und gleich gibt's einen Kick, Alter. Ausschlusswahl. 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 Geht nicht. Ausschlusswahl. Das ist ein Feature, das macht total Sinn. Ausschlusswahl. Nach dem Kampf, ne? Sind ja, gleich so ungefähr 20 Minuten nach dem Kampf ist es nicht möglich. Ich habe 50.000 Leben. What? Oh, cool. Brauchst du das? Ja. Guck mal. Wir brauchen noch hier die Random Drops, ne? Das sagt, glaube ich, alles. Ja. Bella. Ist die von Twilight, ne? Ja, genau. Sieht auch genauso aus. Hasso, Rex und Fido. War das in dieser Gruppe? Ja, in dieser Gruppe hat der Schamane gesagt, wer will, darf bleiben. Aber in dieser Gruppe bitte nicht. Nee, zumindest nicht mit dem... Mit dem DK. Nee. Obwohl er jetzt gerade so, nur dumm rumsteht. Komm her, Fido. Alter. Ja, selber schuld. Einfach selber schuld. Hä? Warum ist der tot? Der DK, ja, der hat den mit einem Death Grip zu sich gezogen und hat dann 16.000er Hit verpasst bekommen. Und macht dann einen traurigen Smiley. Ja, ich bin im Kampf. Ich kann leider nicht wiederbeleben. Auch jetzt. Okay. Ja, Nelly, wenn du das hier... Du wirst es mit Sicherheit hier sehen. Halb Deutschland sieht ja hier die Videos. Das war nicht gut von dir. Warte, lass ich was trinken. Ja, ja. Oder einen Schokoriegel. Ach nee, brauche ich ja gar nicht. Früher hat das Wiederbeleben immer so viel Mana gebraucht. Meins braucht 1500 Mana, wobei ich hab ja. Wobei selbst ich hab 5000. Stehst du in der Barriere ja sehr gut. Soll ich auch, ne? Ja, ja bitte. Ja. Hab ich eben entdeckt, dass ich das ja auch kann. Ich glaube, mit solchen Fähigkeiten kann man viel weniger Mana intensiv heilen, ne? Wenn man ja die mal benutzt. Ja. Oh, traurig. GZ. GEZ. Mit freundlichen Grüßen. Was nehme ich denn da jetzt, Scheiße? Bei der Quest meinst du? Ring oder Rücken? Ich nehme gar nichts. Was hältst du davon? Nee, ich nehme den Rücken. Toll, da gibt's ja drei Quests lang gar nichts. Und dann gibt's zwei Sachen, wo du nur eine von nehmen darfst, ey. So, und wenn der Death Knight jetzt links die Gruppe zieht, ne, dann rage ich aber. Kannst du mal wissen. Jetzt habe ich nicht mehr das Weihnachtslied im Kopf, habe ich Here we go again. Here we go, 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 la 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 im Kopf. Na, besser als das Weihnachtslied jetzt. Wir haben Hochsommer. Hast du mal am Fenster geguckt? Ich war heute sogar unterwegs. Ja, ich ja leider auch. Komm mal bei mich bei, ich hau jetzt hier die Gruppe noch weg. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit.
Warum kriegt der DK so viel Schaden? Weil hier ist some Kackwurst. Ich glaube auch. Guck mal, nur dafür. Wobei du ja wahrscheinlich gerade was. Ja, brauchst du nicht so arrogant von oben herab sagen. Brauche ich nicht. Boy nicht. Bleh. Genau wie die Questbelohnung für die nächste Quest. Brauche ich auch nicht. Brauche ich das? Nö. Toll. Soll das? Komm, wir gehen wieder. Ich gehe. Dafür zahle ich nicht 12,99 € im Monat. Das war für dich? Nö. Ras Crush. Banane Crush. Schneller. Sie hat ja nur gesagt, wir sollen nicht mehr von der krummen Banane reden. Von meiner krummen Banane? Ja, genau. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Weil sie das vielleicht ein bisschen doof findet. Heißt sie in Wirklichkeit Banane? Nein, also. Ja, aber sie identifiziert sich doch sehr. Mit einer Banane. Mit einer Banane. Das spricht nicht für sie. Na, wer wird groß, wer wird groß? Aha. Meine krumme Banane. Oh. Live im Let's Play. Mit der Crotch-Cam. Geil, nix für mich. Platte und Bogen, na super. Gold 75. Ja, immerhin. Können wir die Quest abgeben? Ach, die geht nicht mehr automatisch jetzt. Da kommt da angelaufen. Da müssen wir jetzt selber, oder was? Der Finkel. Wie sich herausgestellt hat, waren Diamanten nicht die besten Freunde eines Gnomes. Im Molten Core, Diamonds are Gnomes best friend. Nein, ich möchte nicht. Danke. Ich möchte das nicht. Tschüss. Die Folge hat auch ein bisschen Überlänge. Wir beenden sie an dieser Stelle. Dafür vielen war die Dank. Letzte ja nicht so geil, wa? Was? Dafür war die letzte ja nicht so geil. Nee, aber ich nehme jetzt mal die Aschenblüte hier mit. Das müssen wir noch gutachten. So, Ruhe da. Ja, dann danken wir euch fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr hattet viel Freude, Freunde, mit dieser funktionierenden Instanz, dem nicht mehr laggenden Pantipota und dem sanftig flauschig klingenden Pantipota. Wir sehen uns in der nächsten WoW-Folge wieder oder Stomping Land oder sonst wo. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen. Tschüss.